Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 48, Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend Schlussbilanz 19 Jahre CDU-Verantwortung in Hessen, Drucksache 19/6669 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 49, Antrag der Fraktion der FDP betreffend nächste Stufe Hessen, Wirtschaftsstandort stärken, Wachstum fördern, Infrastruktur ausbauen, Drucksache 19/6670 aus 19, zusammen mit 76, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend starker Wirtschaftsstandort Hessen bereit für die Zukunft, Drucksache 19/6698 aus 19. Bevor ich den ersten Redner aufrufe, der Hinweis, die Redezeitanlage wird im Moment wieder instand gesetzt. Wir stoppen mit Hand. Also darf sich niemand hier vorne darauf verlassen, dass er noch unendlich viel Redezeit hat. Ich rufe auf als ersten Redner den Kollegen Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Sie geht rechtzeitig wieder, also man kann es doch lesen. Tja, wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass wir ein Infrastrukturproblem haben, dann war es das. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In einem denkwürdigen Interview der letzten Tage in der Frankfurter Rundschau hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier auf die erste Frage wie folgt geantwortet. Der Löwe ist stark, der Löwe ist mutig. Wenn man die Pranke sieht, dann sage ich immer, damit drohen wir nie, sondern wir Hessen grüßen immer freundlich. Wer die Reden des Ministerpräsidenten bei Veranstaltungen hört, kann sich an diese Formulierung gut erinnern. Wir hätten nicht die Frankfurter Rundschau gebraucht, um dieses Zitat dokumentiert zu bekommen, aber es passt in die letzten Tage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, es reicht eben nicht, durchs Land zu fahren, zu lächeln, Löwen und Kacheln zu verteilen, damit der Standardmotiv für die Bildung und für die Zeitung gemacht wird. Es reicht deswegen nicht, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, wenn gleichzeitig Funklöcher vom Vogelsberg bis zum Frankfurter Nordwestkreuz reichen, wenn Polizistinnen und Polizisten, die dazu eingestellt sind, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auch im Ballungsraum zu sichern, sich keine Mieten mehr dort leisten können, wenn Unternehmerinnen und Unternehmen wegen der Mängel in der Infrastruktur deutliche Gefährdungen ihrer Geschäftsmodelle befürchten, wenn Investitionen bedrohlich niedrig sind, wenn Innovationsfragen nur noch in Hochglanzbroschüren gelöst werden, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, reicht das alles nicht. Durchschnittswerte sind Ihre Lieblingswährung. Statistiken, die ihre Inspirationslosigkeit überdecken sollen, ist sozusagen das Tagesgeschäft dieser Landesregierung. 19 Jahre, Herr Bouffier, 19 Jahre sitzen Sie in dieser Regierung in den unterschiedlichsten Funktionen und beklagen in einem aktuellen Interview der Süddeutschen Zeitung, dass es ja in einigen Verfahren ziemlich lange dauern würde, bis zu 30 Jahren. Ich will heute wenigstens einmal festgehalten haben, von diesen 30 Jahren haben Sie fast 20 Jahre regiert. Wo ist eigentlich Ihr Beitrag gewesen? Vollmundige Ankündigungen kennen wir von Ihnen zuhauf. Die eine der letzten, die Sie angesprochen haben, war die Einrichtung eines Zukunftsministeriums vor der letzten Landtagswahl. Ich kenne die Reaktion jetzt schon. In Zukunft sind Sie sozusagen personifiziert. Das heißt, es braucht eigentlich gar kein Ministerium. Aber es ist sozusagen exemplarisch für Ihre Ankündigungsrhetorik, dass Sie erklären, wir beschäftigen uns mit den Zukunftsfragen, und es kommt dahinter gar nichts. PR können Sie großartig, überhaupt keine Frage. Aber in der Substanz, da liefern Sie nicht. Und das hat Ihnen das Institut der Deutschen Wirtschaft gerade eindrücklich ins Stammbuch geschrieben. Ich will nur einige wenige Punkte, weil wir leider nur 10 Minuten Zeit haben, einige der Punkte, die aufgerufen sind, kurz ansprechen. Erstens Finanzen.
Schwarze glauben ja allen Ernstes, dass sie mit Finanzen umgehen können. Ich will darauf hinweisen, auch mit Blick auf die 4 Milliarden, die gestern schon wieder reingerufen wurden. In der Regierungszeit von Roland Koch und Volker Bouffier hat sich die Staatsverschuldung des Landes Hessen in knapp 19 Jahren im Vergleich zu den 50 Jahren davor mehr als verdoppelt. Das ist Ihre Bilanz. Kommunale Schulden sind raufgegangen, die Abgaben auch. Bürgerinnen und Bürger und die kommunale Familie zahlen die für Versäumnisse ihrer Finanzpolitik. Von 2011 bis 2016 beispielsweise, auch das hat Ihnen das Institut der Deutschen Wirtschaft vorgerechnet, ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Hessens Kommunen trotz des Schutzschirms möglicherweise wegen ihres kommunalen Finanzausgleichs um 529 € gestiegen und nicht gesunken. Das ist Ihre Bilanz nach 19 Jahren. Noch dramatischer ist die Entwicklung der öffentlichen Investitionen. Das ist das Hauptthema des Instituts der Deutschen Wirtschaft mit Blick auf die Wirtschaftslage, weil der Teil, den Politik liefern, den der Staat liefern muss, ist Infrastruktur. Der Anteil der Investitionen ist von 2010 auf 2016 in Hessen um ein Drittel zurückgegangen. Ein Drittel weniger Investitionen in Hessen in 6 Jahren, das ist Ihre Bilanz. Das ist das Gegenteil von Zukunftssicherung. Kommen wir zur Mobilität. Auch dort hat Ihnen das Institut der Deutschen Wirtschaft einiges ins Stammbuch geschrieben. Dass wir schon mehrfach darauf hingewiesen haben, dass der Stau in Hessen sich mittlerweile auf eine Länge von dreimal um den Erdkreis summiert, hat Sie nicht sonderlich interessiert. Dass der Wertverlust dramatisch ist, hat Ihnen das Institut der Deutschen Wirtschaft erneut vorgerechnet. Dass 50% aller Brücken in Hessen in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand sind, hat etwas damit zu tun, dass die Investitionsfragen in 19 Jahren Volker Bouffier und Roland Koch nicht hinreichend gewürdigt wurden. Dann ist Ihnen erneut das Thema Bauen und Planen ins Stammbuch geschrieben worden. Ich kann nur noch einmal aus der SZ zitieren, wo sich der Ministerpräsident darüber beklagt, dass die Verfahren so lange dauern. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Sie haben hier leider 20 Jahre regiert. Insofern ist eine solche Kritik, ein solcher Hinweis ein Hinweis, der sich dezidiert gegen Sie selbst richtet und gegen sonst niemand. Besonders bemerkenswert im Institut der Deutschen Wirtschaft ist noch einmal die Beschreibung dessen, was eigentlich auch bei der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans passiert ist in der letzten Dekade. Von 87 geplanten und avisierten Neubaukilometern im Bundesautobahnbereich haben Sie gerade einmal 24 km gebaut. Von den 107 km, die zur Erweiterung anstanden, haben Sie es mal gerade auf 17 geschafft. Wenn Sie jetzt in Ihrem Antrag wortreich erklären, dass Sie im nächsten Bundesverkehrswegeplan mehr Mittel zur Verfügung stellen, freue ich mich riesig darüber. Dem Teil würde ich sogar zustimmen. Mein Vertrauen allerdings dahin, dass diese Mehrmittel dazu führen, dass Sie auch nur einen einzigen Kilometer mehr bauen als in den vergangenen 10 Jahren, die ist allerdings sehr übersichtlich. Das will ich in aller Offenheit sagen. Sanierung statt Neubau. Sanierung vor Neubau ist Ihr Credo. Und im Grundsatz wären wir da sehr dafür, weil wir einen Sanierungsverlust haben. Das haben wir ja mehrfach gesagt, Herr Boddenberg. Der Punkt aber ist, dass bei Ihnen ja das Credo nicht mehr heißt Sanierung vor Neubau, sondern de facto man davon reden muss, dass es Sanierung statt Neubau geht. Und das ist falsch aus unserer Sicht. Bei neuen Ideen muss ich Ihnen auch in aller Offenheit sagen, da ist gähnende Leere, und zwar seit vielen Jahren. Die letzten Ideen, die es einmal gegeben hat von einem gewissen Roland Koch, sind nie richtig umgesetzt worden, in den meisten Fällen übrigens auch völlig zu Recht, und Gott sei Dank. Aber dahinter kommt einfach nichts mehr. Und damit komme ich zum dritten großen Thema. Auch in der Wohnraumversorgung hat das Institut der Deutschen Wirtschaft Ihnen ins Stammbuch geschrieben, dass Sie dort nichts auf die Kette bringen. Im Gegenteil. Wir werden eine Nettozuwanderung in Hessen haben von bis zu 160.000 Neubürgerinnen und Neubürgern. Wir bauen in den nächsten 12 Jahren eine neue Großstadt, um den Wohnraum zu schaffen, um den Wohnraum zu schaffen für diese Menschen, um die Verdrängungen zu verhindern. Ihre Antwort, das haben wir gestern wortreich wieder erklärt, ist Hochglanzbroschüre, Darlehensprogramme, die nicht abgerufen werden, und die Aufforderung an die Kommunen, Gelände
kostengünstig und für Konzeptwettbewerbe zur Verfügung zu stellen. Das Land selbst hat sich in der Vergangenheit da völlig zurückgehalten, und wir sagen Ihnen, das ist der falsche Weg. Die Antwort lautet, Wohnungsoffensive jetzt wirklich machen. Auch beim Thema ländlicher Raum schreibt Ihnen das Institut der Deutschen Wirtschaft ins Stammbuch, dass Ihre Zentralisierungspolitik das genaue Gegenteil in den letzten 19 Jahren davon ausgelöst hat, was eigentlich notwendig gewesen ist. Der Vierklang aus Wohnen, Arbeit, Infrastruktur und Daseinsvorsorge ist das Zukunftskonzept für den ländlichen Raum. Und da ist bei Ihnen außer ein paar PR-Aktionen nichts, aber auch überhaupt nichts im Konzeptbuch. Und damit komme ich zum letzten Punkt, der Industriepolitik. Auch da gähnende Leere bei dem, was Sie angesprochen haben. Der parlamentarische Abend der Lufthansa am gestrigen Abend war denkwürdig aus vielen Anlässen und aus vielen Gründen. Ich habe mich sehr gefreut über die Lernkurve beim derzeitigen Wirtschaftsminister, was das Thema Luftverkehrsabgabe angeht. Wir sind uns sehr einig, dass die Erträge aus der Luftverkehrsabgabe, wenn sie nicht abgeschafft werden können, genutzt werden müssen, um emissionsgeminderte Flugzeuge anzuschaffen. Da sind wir sehr beieinander. Über den Weg haben wir zu diskutieren. Ich will das deswegen ansprechen, weil ich mich gut daran erinnere, wie vor 5 Jahren hier noch einige Parlamentarier aufgetreten sind, was man alles beim Flughafen oder bei K&S und bei anderen Stellen macht. Ich glaube nicht, dass sich substanziell etwas im Vergleich zu dem, was vor 19 Jahren angefangen wurde, in den letzten 5 Jahren verändert wurde. Auch das ist eine Bilanz Ihrer Regierung. Ich komme zum Ende. Ich hätte noch gerne ein bisschen was zu dem Thema der Elektromobilität auf der A5 und zur Energieeffizienz gesagt. Die Zeit ist aber vorbei, und deswegen will ich am Ende sagen, ja, Hessen ist stark, der Löwe ist mutig. Damit er allerdings stark und mutig bleibt, muss man nach 19 Jahren endlich Investitionen hochfahren, nach 19 Jahren die Verkehrswende ernst nehmen, nach 19 Jahren Wohnungen bauen und endlich nach 19 Jahren Stadt und Land miteinander verbinden. Nur so, meine Damen und Herren, wird Zukunft beginnen, und das ist der große Unterschied zwischen Ihnen und uns. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal bin ich froh, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass Sie den Antrag von CDU und GRÜNEN offensichtlich gelesen haben. Sie haben darauf hingewiesen, und wenn Sie den komplett gelesen haben, hätten Sie eigentlich Ihren heutigen Redebeitrag zurückziehen können, Kollegen. Wir haben Ihnen dort einmal aufgeschrieben, wie es um das Land Hessen bestellt ist, und da Sie ja der festen Überzeugung bin, und da stimmen wir übrigens völlig überein, dass der Erfolg des Bundeslandes Hessen sehr viel und ganz viel mit Landespolitik zu tun hat. Dann will ich sagen, waren das 19 gute Jahre für dieses Land Hessen. Denn Sie haben vergessen, darauf hinzuweisen, dass der Gutachter, das Institut der Deutschen Wirtschaft, zunächst einmal darauf hinweist, dass Hessen unter den Top 3 Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland ist. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber es gibt auch durchaus Kritisches. Und ich will natürlich nicht behaupten, dass wir schon fertig sind. Deswegen wollen wir ja weiter regieren, Frau Generalsekretärin Faeser. Und deswegen bewerben wir uns am 28.10. erneut um die Stimmen und die Wählerinnen und Wähler, weil ich glaube, dass wir gute Argumente haben, den Menschen zu sagen, dass dieses Land weiter stark bleiben muss, dass dieses Land weiter Stabilität braucht und eine Verlässlichkeit für Zukunftsperspektiven der Menschen, der jungen wie der alten Menschen in unserem Lande. Und, Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja das Gutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft diskutiert, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, mit den anderen Fraktionsvorsitzenden. Und eins hat mir auch die hessische Wirtschaft, jedenfalls diejenigen, die dieses Gutachten in Auftrag gegeben haben, bei solchen Gutachten kommt meistens das raus, was man in Auftrag gegeben hat, ist eine kleine Randbemerkung, so kann man es da und dort jedenfalls lesen.
Aber es ist doch völlig in Ordnung, Herr Kollege Weiß, dass die Wirtschaft über solche Gutachten versucht, ihre Wünsche zu artikulieren. Nur, was ich diejenigen frage, was ich auch Herrn Prof. Hüther gefragt habe, hält er es für in Ordnung, dass er wesentliche Parameter weglässt, beispielsweise die Rekordinvestitionen in Bildung? Und das gehört bei uns, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, auch zu Investitionen. Und was ist die Antwort der hessischen Wirtschaft auf eine generelle Wirtschaftspolitik des Landes Hessen? Also die Forderung ist für mich jedenfalls nicht nachvollziehbar. Einerseits sagt die hessische Wirtschaft, wir sollen in Infrastruktur und vieles andere investieren. Das tun wir, darüber rede ich gleich noch. Dann sagt die hessische Wirtschaft, wir sollen Steuern senken. Und zum Dritten sagt die hessische Wirtschaft, wir sollen Schulden abbauen. Wie man diesen Dreiklang unter ein Dach bringt, ist mir völlig schleierhaft. Und nachdem wir gestern über neue Bildungsrahmenlehrpläne und Schwerpunkte gesprochen haben, freue ich mich darüber, dass Mengenlehre möglicherweise irgendwann einmal eine neue und wiederkehrende Rolle spielt. Da kennt der ein oder andere vielleicht auch noch aus seiner Schullaufbahn, sollte es irgendwo Schnittmengen geben. Ich sehe die bei diesen Vorstellungen der Wirtschaft nicht. Da stehen sich Dinge diametral gegenüber. Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben in einem Interview gesagt, Sie wollten das Land nicht schlecht reden. Genau das haben Sie doch eben gemacht. Und damit machen Sie es genauso wie der Bundesvorsitzende, der ehemalige der SPD, Herr Martin Schulz. Das Ergebnis kann jeder besichtigen. Ich sage Ihnen, das ist völlig an der Realität vorbei und auch völlig vorbei am Empfinden der Menschen in unserem Land. Denn die Menschen in unserem Land profitieren von dieser Politik, dieser Landesregierung. Und das kann man an wesentlichen Parametern festmachen. Nirgendwo verdienen Menschen so viel wie im Land Hessen pro Kopf. Nirgendwo ist die Bruttowertschöpfung höher als im Bundesland Hessen. Nirgendwo, Kollegin Wissler, ist der Zuwachs an Arbeitsplätzen so erfolgreich wie im Lande Hessen. Und wenn ich mir das an der Stelle erlauben darf, wir reden heute nicht über Asylpolitik, aber ich freue mich darüber, und ich hätte eigentlich erwartet, dass das der Kollege Schäfer auch einmal macht, sich darüber freuen, dass der Chef der Bundesagentur Regionaldirektion Hessen erklärt, dass jeder dritte erwerbsfähige Flüchtling mittlerweile in Arbeit ist. Das ist ein tolles Ergebnis. Das hat etwas mit dem Asylkonvent zu tun. Das hat etwas zu tun mit der Wirtschaft und Asylpolitik dieser Landesregierung. Ja, und dann sind wir auch beim Geld. Natürlich sind wir beim Geld. Haushaltspolitik ist nicht gerade Ihr Lieblingsthema. Wir sind mittlerweile bei 3,9 Milliarden €. Wir werden darüber noch reden, und ich werde in jede einzelne Position vorrechnen, Herr Kollege Rudolph. Jede einzelne Position. 3,9 Milliarden € versprechen der SPD zusätzlich in den hessischen Landeshaushalt, der 30 Milliarden € umfasst. Das ist nachweisbar, und darüber reden wir noch. Vielleicht erklären Sie uns aber in der Debatte in den nächsten Tagen, welche Ihrer Versprechen Sie zurückziehen. Dann wäre es falsch. Da bin ich bei Ihnen. Da habe ich aber noch nichts gehört. Noch nie gab es so viel Geld für die Kommunen. Wir haben eine Perspektive, und wir reden ja über Zukunft. Von 2012 bis 2022, das ist ein Ablauf von 10 Jahren, wird sich der kommunale Finanzausgleich von 3 Milliarden € auf 6 Milliarden € verdoppeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 95% der hessischen Kommunen haben ausgeglichene Haushalte. Wo, bitte schön, ist das Problem der Landespolitik? Wir haben die Kommunen ertüchtigt, auch stärker zu investieren, und das werden Sie ganz sicher auch tun, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben den Verkehr angesprochen. Ja, Sie haben versucht, eine Kampagne zu fahren, Stau in Hessen. Ja, natürlich gibt es Stau, wo es Baustellen gibt, gibt es auch Stau, Herr Kollege Rudolph, gar keine Frage. Aber wenn Sie sich einmal anschauen, dass Hessen das mit Abstand am dichtesten befahrene Bundesland der Bundesrepublik Deutschland ist, unser Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen liegt 24% über dem Bundesschnitt. Und wir bei dem Stauaufkommen gerade einmal auf Platz 4 hinter Flächenländern liegen, die sehr viel weniger Verkehr haben. Dann finde ich, ist das erst einmal Grund, an Hessenmobil ein Dankeschön zu sagen für ein tolles Baustellenmanagement, das sicherlich im Einzelfall verbesserungsfähig ist. Aber es wäre völlig unrecht, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort vorzuwerfen, dass sie ihren Job nicht machen. Und zum Thema Landesstraßenbau. Ja, wir haben dort ein Programm bis 2022 und investieren 420 Millionen € in 581 Maßnahmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben damals die Bürgermeister und die Kommunen gefragt, habt ihr noch weiteres? Und wir haben alles abgearbeitet, der Verkehrs- und Wirtschaftsminister seinerzeit, um in diesem Programm aktuelle Notwendigkeiten und Bedarfe abzubilden. Und das machen wir.
dass der eine oder andere kommt und über Straßen spricht, die nicht in Ordnung sind. Wer würde das bestreiten, dass es nicht Straßen gibt, die nach wie vor sanierungsfähig sind? Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor, und wir würden gerne die nächsten 5 Jahre daran arbeiten, dass wir weiterhin dort Schwerpunkte setzen. Und da bin ich sehr bei dem, was Sie eben erwähnt haben. Ja, wir müssen vor allen Dingen erst einmal das ertüchtigen, was wir haben. Und dann machen wir Neubau, aber wir machen beides. Das können Sie am Bundesverkehrswegeplan sehen und daran sehen, dass dieser Verkehrs- und Wirtschaftsminister, dass dieser Ministerpräsident dafür gesorgt haben, dass wir anteilig bei den Mitteln aus dem Bundesverkehrswegeplan statt bisher gut 7% jetzt 12% der Mittel bekommen. In Hessen geht es weiter nach vorne, auch und gerade was den Bundesfernstraßenbau anbelangt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Wohnraum will ich nur heute so viel sagen. Ja, es ist und bleibt ein Thema auf der Tagesordnung, gar keine Frage. Aber es bleibt dabei. Wir müssen die Kommunen dazu bewegen, die Flächen, die es dort gibt, zu erschließen. Wir haben alleine im Ballungsraum, Frau Wissler, im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main 2.300 Hektar, die im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind. Davon werden gerade einmal 12% erschlossen. Also, das zeigt, wie viel Luft wir dort nach oben haben. Wir werden den Kommunen dabei helfen. Und da heute auch Wahlkampf ist, Herr Schäfer-Gümbel, gehe ich jedenfalls aus nach Ihrer Rede, will ich sehr deutlich sagen, die CDU wird sich um genau diese Frage massiv kümmern, noch mehr kümmern als bisher schon, indem wir die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich ertüchtigen und ermutigen, diese Flächen entsprechend auch zu erschließen und zur Baureife zu bringen. Wir haben gute Erfolge mittlerweile in der Frage der Digitalisierung. Ja, wir sind auf Platz 3. Ich bin immer lieber auf Platz 1. Aber es gibt natürlich da und dort auch Länder, die einen Schritt vorne sind. Das ist in dem Fall Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, nicht Bayern, Baden-Württemberg, was manche vermuten würden. Wir haben 90% der gewerblichen Wirtschaft angeschlossen mit 50 Mbit pro Sekunde beim Download. Und wir sind mittlerweile auf gutem Weg, eine flächendeckende Versorgung a in der Frage der Vernetzung zu haben, und b, haben Sie diese Woche gehört, werden wir auch Geld in die Hand nehmen in der nächsten Legislaturperiode, um beim Mobilfunk auf 100% zu kommen. Da gibt es Lücken, übrigens nicht nur im ländlichen Raum, auch in der Stadt Frankfurt oder in Wiesbaden an einigen Ecken. Wir werden dafür sorgen, dass wir diese Lücken schließen. Und ich bin dem Wirtschaftsminister dankbar für diese Initiative, ein wichtiges Signal, auch und gerade allerdings in den ländlichen Raum. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr könnte ich Ihnen sagen, was wir für Start-ups unternehmen, von Mikrokrediten bis zu Venture Capital und anderen Initiativen, wo das Land mit im Boot ist. Ja, es gibt gerade das Thema Fintech, hat uns ja immer wieder umtrieben, in Berlin einen Hype. Das hat ein bisschen was mit dem Slogan des früheren regierenden Bürgermeisters zu tun, arm aber sexy. Manche finden das sexy wichtiger und gründen sich dann in Berlin. Wenn ich heute zu Fintech nach Frankfurt fahre und mir die Verantwortlichen dort sagen, die ersten Unternehmen, die in Berlin gegründet wurden, sind auf dem Weg nach Frankfurt, weil sie sagen, dort spielt die Musik und dort finden wir das Kapital für Wachstum, dann finde ich, ist das ein gutes Zeichen. Und das zeigt, wie attraktiv dieser Standort Hessen, das Rhein-Main-Gebiet allen voran, weiterhin national wie international ist. Und ich will nicht nur über Frankfurt reden, ich rede über Hessen insgesamt, aber jeder weiß, welche Bedeutung die Stadt Frankfurt und die Region für das gesamte Bundesland haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hätte mir eigentlich vorstellen können, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass Sie auch mal einfach ein paar gute Nachrichten liefern. Dass Sie mal darüber reden, dass Darmstadt und Frankfurt, ich nenne mal die beiden Städte, in jedem Ranking unter den ersten Plätzen ist. Dass der Economist, Kollege Boddenberg, dass der Economist, kommen Sie bitte Frau Präsidentin, zum Schluss. Das ist mein letzter Satz, dass der Economist weltweit 240 Städte untersucht hat und Frankfurt auf Platz 12 die lebenswerteste Stadt der Bundesrepublik Deutschland ist, Platz 3 in Europa. Ja, auch da können wir noch ein bisschen werden. Aber ich finde, auch darüber sollten wir gerade an einem solchen Tag mal gesprochen haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, bei seinen letzten Sätzen immer gewarnt.
Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Ich bin ja bei Ihren letzten Sätzen immer schon etwas gewarnt, aber es hielt sich noch in Grenzen. Kollege Schäfer-Gümbel für eine Kurzintervention. Was sind Sie schon wieder aufgeregt hier am frühen Morgen? Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich nach den ersten Bemerkungen des Kollegen Boddenberg gemeldet und will mal für mich festhalten, dass Herr Boddenberg nicht Grigori Alexandrowitsch Potjomkin ist und Volker Bouffier auch nicht Katharina die Große. Dass aber die Frage, wie man mit Statistiken und Gutachten umgeht, offensichtlich nah verwandt ist an der Art und Weise, wie man dort versucht hat, mit Wirklichkeit umzugehen. Ich will das nur an drei Punkten in aller Kürze beschreiben. Erstens. Ja, Hessen ist unter den ersten drei Bundesländern. Stimmt. Aber das Gutachten sagt eindeutig, dass der Abstand zu Bayern und Baden-Württemberg in den letzten 19 Jahren deutlich gestiegen ist. Das könnte man zumindest als ein kleines Alarmsignal werten, dass man Hausaufgaben zu machen hat, über die ich geredet habe. Zweitens. Das Gutachten kommt zu einem Punkt, den wir hier mehrfach vorgetragen haben, dass nämlich die Entwicklung beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Einwohner eine schwierige Entwicklung aufweist. Unter Rot-Grün war das Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf immer unter den ersten drei. In den letzten Jahren ist es bestenfalls im Bundesdurchschnitt. Auch das könnte man als einen Hinweis verstehen, dass man Hausaufgaben zu erledigen hat. Und der dritte Punkt, ich kann es Ihnen nicht ersparen, ist das Thema Investitionen. Dass die Investitionsquote nach unten gegangen ist, das kann man an Statistiken ablesen, die nicht von uns gemacht werden, sondern unter anderem vom Statistischen Landesamt und anderen. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass man Hausaufgaben vielleicht nicht hinreichend gemacht hat. Auf nicht mehr und nicht weniger habe ich hingewiesen. Und damit es einmal ausgesprochen ist, ja, ich fühle mich auch in Hessen total wohl, wie 98% aller Hessinnen und Hessen. Aber entgegen Ihrer Erwartung hat das nichts mit Ihrer Regierung zu tun. Kollege Boddenberg zur Erwiderung. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, das wäre auch schlimm, wenn Sie sich wohlfühlen, nur weil es diese Landesregierung gibt. Aber die erste Bemerkung nehme ich denn mal wirklich als bare Münze. Ich freue mich darüber, dass Sie sich wohlfühlen. Ich will noch auf zwei Punkte, weil Sie es angesprochen haben, dieses Gutachtens eingehen. Zum einen will ich Ihnen sehr deutlich sagen, ja, Investition ist ein Thema, gar keine Frage. Kommunales Investitionsprogramm und vieles andere mehr will ich jetzt im Detail nicht erörtern. Dafür reichen zwei Minuten nicht. Aber ich glaube, dass wir dort ordentlich aufgestellt sind. Aber nichts ist so gut, dass man es nicht besser machen kann. Zweitens. Investitionen haben, wenn ich das richtig sehe, etwas mit Geld zu tun. Und da eben schon die Zwischenrufe kamen, will ich die Zahlen noch einmal nennen. Weil Herr Rudolph eben schon wieder, glaube ich, zwischengerufen hat, wir hätten die Schulden des Landes verdoppelt. Ja, fürs Publikum, Frau Kollegin, Sie wissen doch, dass Sie es eigentlich nicht schaffen, mich aufzuhalten, auch durch Zwischenrufe. Aber ich gewähre da alles. Lass ihn da gewähren. Also, fürs Publikum, und Sie wissen das ja alles, deswegen fürs Publikum. Unter rot-grüner Verantwortung, ich muss euch dann noch einmal mit ins Boot nehmen, es tut mir schrecklich leid, in den 90er Jahren hat das Land Hessen in 8 Jahren eine Neuverschuldung gehabt von 8,5 Milliarden Euro. In 8 Jahren. In nahezu 20 Jahren, von 1999 bis 2018, hat das Land Hessen eine Neuverschuldung von 20 Milliarden €. Das ist im Proporz ungefähr so viel, ja, ein bisschen mehr. Wir hatten übrigens eine Weltwirtschaftskrise zwischendrin, werden sich manche erinnern. In den 90er Jahren hat das Land Hessen, Herr Schäfer-Gümbel, und ich wäre dankbar, wenn Sie die Zahl dann wirklich noch einmal sich bewusst machen, hat das Land Hessen 9,7 Milliarden €, also 1,5 Milliarden € mehr in den Länderfinanzausgleich gesteckt, als es neue Schulden aufgenommen hat. Das war Ihre Zeit. Seitdem wir dieses Land regieren, hat das Land Hessen sage und schreibe fast 44 Milliarden €.
Das sind 23 Milliarden € mehr in den Länderfinanzausgleich gesteckt, als wir neue Schulden gemacht haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da wollen Sie oder das Kollege Boddenberg, die zwei Minuten sind vorbei. Da wollen Sie oder das Gutachten, das diesen Umstand völlig außer Acht lässt, uns sagen, wir seien zurückgefallen. Wir finanzieren die Nachbarn noch mit und wahrscheinlich demnächst auch noch Bayern und Baden-Württemberg. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Präsidentin, Herr Kollege Boddenberg, schon erstaunlich, dass Sie Ihre Rede vor allen Dingen damit begonnen haben und größtenteils auch darauf verwendet haben, der VU, damit der Vereinigung der hessischen Unternehmer, nichts anderes zu sagen, als dass Sie eigentlich komplett überzogene Forderungen haben und dass Sie Ihre Vorstellungen nicht realistisch wären und dass die VU ein Gutachten bestellt hätte, kurz vor der Landtagswahl, um Sie ein bisschen zu ärgern. Herr Boddenberg, bis dato hatte ich die CDU-Fraktion eigentlich immer verstanden. Und Sie führen das ja dann auch weiter aus und sagen, die Konsequenz daraus, dass es ja ein bestelltes Gutachten ist, ist eigentlich, aus Ihrer Sicht ist alles gut und es möge am besten einfach alles so bleiben, dann würde auch alles richtig in den richtigen Weg laufen. Herr Boddenberg, ich glaube, Sie haben dieses Gutachten wirklich nicht verstanden, nicht gelesen, und Sie ziehen auch nicht die richtigen Schlüsse daraus. Es ist ja eigentlich schade, dass einer der Kabinettsmitglieder heute nicht da ist. Ich darf ihn nämlich einmal zitieren. Das war der Innenminister Peter Beuth am 10. Juni 2013. Da hat er gesagt, die GRÜNEN sind die größten Arbeitsplatzvernichter in Hessen und Deutschland. Dann legt er im Jahre, oder im, am 27. Juni des gleichen Jahres noch einmal nach und sagt, ein grüner Wirtschaftsminister wäre der Todgräber jeder wirtschaftlichen Entwicklung in Hessen. Er kostet Arbeitsplätze und bringt die Verkehrsdrehscheibe Hessen zum Stillstand. Naja. Meine Damen und Herren, sagt die CDU kurz bevor sie den GRÜNEN das Wirtschaftsministerium dann übertragen hat. Die GRÜNEN gleichzeitig warfen CDU und Ministerpräsident Volker Bouffier vor allen Dingen vor, verbraucht zu sein und ideenlos zu sein. Meine Damen und Herren, das Gutachten des IW Köln ist eine Chance einer objektiven Bewertung der Arbeit der Landesregierung. Und ja, heute sehen wir, beide hatten recht. Und das Gutachten kommt zu einer klaren Einschätzung. Und das ist etwas, was wir bis dato immer als Opposition versucht haben, Ihnen zu sagen. Aber jetzt haben Sie schwarz auf weiß von einem neutralen Gutachter. Hessen ist zurückgefallen. Hessen hat deutlich an Dynamik verloren. Und es ist die klassische Aufgabe, Wachstumspolitik und Verkehrsinfrastrukturpolitik finden nicht mehr statt, weil sie eben auch nicht in die grünen Konzepte passen. Bei Innovationen und Digitalisierung fällt Hessen zurück, weil sich die Ideenlosigkeit der CDU durchsetzt. Der Ministerpräsident ist stolz darauf, dass er keinen Computer im Arbeitszimmer stehen hat. Meine Damen und Herren, diese Mentalität, diese Skepsis gegenüber der digitalen Transformation, die Sie nicht als Chance, sondern als Risiko wahrnehmen, prägt das Handeln dieser Landesregierung. Meine Damen und Herren, die IW-Gutachter stellen fest, dass Hessen beim Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren hinter dem Wachstum der anderen Länder zurückgeblieben ist. Die Wissenschaftler stellen außerdem fest, dass in Hessen die Steuerquote, also die Belastung der Bürgerinnen und Unternehmer durch Steuern im Vergleich zu den anderen Flächenländern überproportional angestiegen ist und seit 2015 auch noch einen massiven Sprung gemacht hat. Wir haben bundesweit den zweithöchsten Anstieg der Grundsteuer B. Es ist zynisch,
Wenn die Landesregierung angesichts dieser Entwicklungen und Wohnungsnot beklagt, weil sie durch Steuererhöhungen selbst erheblich dazu beigetragen hat, dass die Baukosten steigen, dass sie dann beklagt, dass die Mieten steigen. Meine Damen und Herren, deshalb wollen und müssen wir eine Trendwende erreichen. Dazu gehört die Senkung der Grunderwerbsteuer, um Eigentum zu fördern und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Meine Damen und Herren, die Gutachter stellen auch ganz klar fest, es wäre richtig und notwendig, die Abschaffung der Mietpreisbegrenzungsverordnung in Hessen anzugehen. Meine Damen und Herren, Steuern hoch, Spielräume für Investitionen. Ja, wer den Zusammenhang eigentlich immer für gegeben gedacht hat, der IW-Gutachter rechnet der Landesregierung auf Seite 11 vor, dass trotz Rekordsteuereinnahmen die Investitionsausgaben von Land und Kommunen pro Kopf spürbar zurückgegangen sind. Meine Damen und Herren, Schuldenabbau, da hängt Hessen weiter hinterher. Soweit zur Fiskalpolitik. Eines möchte ich aber nur noch kurz sagen. Es sind, statt dass Sie Investitionen wirklich getätigt haben, haben Sie in den letzten Zeiten immer wieder konsumtive Ausgaben provoziert. Sie haben Ökobauernprogramme aufgelegt. Sie haben eine Energieagentur geschaffen. Sie haben den kostenlosen ÖPNV. Das ist sozusagen Freibier für alle. Na ja, kostenlos ist es ja nicht. Es zahlt halt nur jemand anders. Und das wäre zur Ehrlichkeit dazu, dass man das auch sagt. Nein. Herr Kollege Boddenberg, Peter Beuth hatte recht. Die GRÜNEN haben einen grundlegenden Kurswechsel erreicht. Wirtschaftswachstum und Investitionen haben nur noch eine untergeordnete Bedeutung. Das Ding ist nur, von den GRÜNEN haben wir das alles erwartet, Herr Boddenberg. Die CDU hat sich dieser verfehlten Wirtschaftspolitik aber bereitwillig angeschlossen, obwohl sie wissen, dass es falsch ist. Sie haben den GRÜNEN das Wirtschaftsressort überlassen. Meine Damen und Herren, es ist jetzt schon viel gesagt worden. Das Gutachten geht auch an einer Stelle darauf ein, und ich möchte das auch betonen. Nach meinem Dafürhalten ist der Fachkräftebedarf in den nächsten Jahren das zentrale Thema für die Wirtschaftspolitik. Meine Damen und Herren, die fehlenden Fachkräfte werden in den nächsten Jahren die größte Wirtschaftsbremse für die hessischen und deutschen Unternehmen sein. Herr Boddenberg, aber von Ihnen fehlen jegliche Antworten. Unter unserer gemeinsamen Landesregierung hatten wir noch eine Initiative, z.B. mit Spanien. Wir haben uns lange darüber unterhalten. Es ist eine Aufgabe auch des hessischen Wirtschaftsministeriums, für die berufliche Ausbildung zu sorgen. Meine Damen und Herren, es fehlen bei Ihnen aber auch jegliche Initiativen dazu, zu einer der zentralen Fragen. Und es ist nur logisch, dass unter der Vernachlässigung der Investitionen besonders der Verkehrsbereich leidet. Mein Gott, die Gutachter stellen fest, 68% der Unternehmen in Hessen sehen sich durch Probleme im Straßenverkehr negativ beeinflusst. Das ist auf Höhe des Fachkräftebedarfs, Herr Boddenberg. Die Gutachter kritisieren insbesondere, dass die Investitionen in die hessischen Landesstraßen preisbereinigt, weil wir uns immer darüber streiten, wie viel steht denn an Zahlen immer im Haushalt drin. Das ist keine Zahl von uns. Sie sagen, dass 20% weniger Investitionen preisbereinigt in den Landesstraßenbau fließen als noch 2008. Meine Damen und Herren, das ist dann schon durchaus bemerkenswert. Wir schlagen ja immer vor, zumindest einmal die Abschreibungsquote einzustellen. Wenn man sich diese Zahlen der Gutachter anschaut, müsste man noch deutlich mehr in den Landeshaushalt einstellen. Wir brauchen eine Trendwende. Und jetzt lassen Sie mich nicht immer wieder sagen oder mir den Vorwurf machen, wir würden ja nur auf die Straßen setzen. Nein, meine Damen und Herren, den gleichen Bedarf haben Sie in der Schieneninfrastruktur. Ich frage mich immer, wo ist das große Projekt dieser Landesregierung, um die Infrastruktur wirklich nach vorne zu bringen. Die RTW, was ist mit der Südtangente, was ist mit der Osttangente, was ist mit einem Ring um Frankfurt herum? Meine Damen und Herren,
Die Menschen stehen jeden Tag im Stau. Sie stehen aber nicht nur auf der Straße im Stau, sie stehen auch auf der Schiene im Stau. Ja, Herr Al-Wazir, da müssen Sie nicht grunzen, da müssen Sie nicht stöhnen, da müssen Sie irgendwann einmal etwas angehen und sagen, was ist Ihr Infrastrukturprojekt, um den Verkehrsstau, den Verkehrskollaps in Hessen endlich aufzulösen. Meine Damen und Herren, jede Landesregierung hatte im Verkehrsbereich immer große Visionen. Und jede hessische Landesregierung hat auch etwas nach vorne gebracht. Der letzte Ministerpräsident, der wirklich auch einmal irgendetwas bewegt hat, war Roland Koch. Meine Damen und Herren, es wird Zeit, dass es mal wieder einen Ministerpräsidenten gibt, der sich an die Speerspitze der Innovation bringt und der sich tatsächlich auch an die Speerspitze der Investitionen bringt und der das Wirtschaftswachstum in Hessen auch wieder nach vorne bringt. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Wagner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die FDP hat also Sehnsucht nach Roland Koch. Da hat die Debatte jetzt doch noch einmal etwas Neues aus den Reihen der Opposition erbracht. Ansonsten, die Opposition ist sich auch in dieser Frage nicht einig. Okay, okay. Wir haben am 28. Nee, ich habe wirklich keine Sehnsucht nach Roland Koch. Am 28. Oktober wird ein neuer Landtag gewählt. Und, meine Damen und Herren, man hat es dieser Debatte auch angemerkt. Ich frage mich, wenn ich die Redebeiträge der Opposition so gehört habe, wie hätten Sie eigentlich geredet, wenn Hessen wirklich schlecht in dieser Studie abgeschnitten hätte? Wie hätten Sie eigentlich dann geredet, weil ein Steigerungspotenzial in dem Bild über die angeblichen Zustände in Hessen, das Sie gemalt haben, gab es schlicht und ergreifend nicht. Und, meine Damen und Herren, was steht denn in dieser Studie drin? Es hilft ja, sie zu lesen. Auf Seite 4, wörtliches Zitat. Hessen ist eines der wirtschaftlich erfolgreichsten und attraktiven deutschen Bundesländer nach 5 Jahren grünem Wirtschaftsminister. Es hat uns ausdrücklich gefreut, dieses Ergebnis der Studie. Kollege Boddenberg hat schon einige Daten angesprochen. Wir sind immer führend dabei mit Bayern, mit Baden-Württemberg in dieser Studie. Ich will aber einige Punkte ergänzen, die nicht in dieser Studie stehen, die uns GRÜNEN aber auch besonders wichtig sind. Wir haben in Hessen die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 37 Jahren. Die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 37 Jahren. Das ist doch Ergebnis einer Wirtschaftspolitik, die offenkundig auf dem Arbeitsmarkt höchst erfolgreich ist, meine Damen und Herren. Wir haben auch einen Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen, weil es ist ja oft die Entwicklung, dass die wirtschaftliche Entwicklung zwar positiv ist, sie aber an einigen und vor allem an den Langzeitarbeitslosen vorbeigeht. Und deshalb freut es uns als GRÜNE besonders, dass wir hier einen signifikanten Rückgang auch bei den Langzeitarbeitslosen haben, meine Damen und Herren. Und wenn die Opposition hier ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft als Kronzeugen heranzieht, dann lassen Sie uns doch über dieses Gutachten und über die darin getroffenen Setzungen und Zukunftsperspektiven reden. Die müssen Sie sich dann auch zuschreiben lassen. Und, meine Damen und Herren, ich bin ehrlich gesagt sehr verwundert, dass die Kollegen der Sozialdemokratie ihre Wirtschaftspolitik jetzt auf das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft stützen und nicht mehr auf den DGB. Da bin ich doch sehr überrascht, meine Damen und Herren. Offenkundig ist im Wahlkampf jedes Argument recht. Und man schaut eben nicht mehr hin, wo die konzeptionelle Ausrichtung ist. Und es lohnt auch, über die konzeptionelle Ausrichtung für unser Land zu reden. Wie ist das denn mit den Investitionen und was in diesem Gutachten vorgeschlagen wird? Herr Schäfer-Gümbel, wollen Sie sich das wirklich zu eigen machen, was in diesem Gutachten steht? Da wird vorgeschlagen, das Land Hessen soll mehr investieren, es soll deutlicher Altschulden abbauen, und es soll die Steuern senken.
Meine Damen und Herren, das ist schlicht und ergreifend nicht realistisch. Wir müssen auch politische Prioritäten setzen. Und wenn die Sozialdemokratie in diesem Haus hier antritt und Wahlversprechen von 4 Milliarden € macht und gleichzeitig aber ein Gutachten eines Instituts begrüßt, das sagt, es soll nicht mehr in konsumtive Ausgaben investiert werden, dann passt das vorne und hinten einfach nicht zusammen. Welcher Investitionsbegriff liegt diesem Gutachten denn zugrunde? Der Investitionsbegriff ist, Investition ist nur dann, wenn es Beton ist. Investition ist nur dann, wenn es Beton ist. Und dieses Gutachten kritisiert ausdrücklich die Investitionen, und für uns sind es Investitionen, die diese Landesregierung im Bereich Bildung, im Bereich Kinderbetreuung, im Bereich kostenfreie Kitas gemacht hat. Das alles kritisiert dieses Gutachten. Und ich glaube, dann sollte man es nicht zum Kronzeugen der Anklage machen, wenn es einen solchen falschen Investitionsbegriff zugrunde liegt. Das ist eine Wirtschaftspolitik von gestern, die in diesem Gutachten postuliert wird, und keine von morgen, meine Damen und Herren. Weil für die Entwicklung zukunftsfähiger Arbeitsplätze, für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft sind gut ausgebildete junge Menschen entscheidend. Und dann darf man nicht sagen, dass das konsumtive Ausgaben sind, wenn man in unsere Schulen investiert, wenn man in unsere Hochschulen investiert, wenn man in unsere Kitas investiert, sondern muss man sagen, auch das gehört zu Investitionen in einen attraktiven Standort mit dazu, aber nicht dieser uralte Investitionsbegriff mit einer Wirtschaftspolitik von gestern, meine Damen und Herren. Die FDP kritisiert den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Hessen. Auch da lohnt ein Blick in das Gutachten. Seite 21, wörtliches Zitat. Der Zustand der hessischen Landesstraßen ist im Vergleich mit denen in Bayern oder Nordrhein-Westfalen recht gut. Seite 21, der Zustand der Landesstraßen ist recht gut. Es hilft auch, das Gutachten zu lesen, auf das man sich bezieht. Und besonders interessant, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ist ja dann die Passage auf Seite 23. Ich zitiere, da geht es um den Bundesverkehrswegeplan und wie er in Hessen genutzt wird. Das zeigt sich beispielsweise an der sehr schlechten Umsetzungsquote im Rahmen des letzten Bundesverkehrswegeplans. Kein anderes Flächenland schnitt bei der Umsetzung zwischen 2003 und 2013 so schlecht ab wie Hessen. Ich glaube, die Verkehrsminister in 2013 dieser Legislaturperiode hat die FDP gestellt. Kein Bundesland hat in ihrer Verantwortung so schlecht abgeschnitten wie Hessen. Und das reicht ja noch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Auf Seite 24 finden wir dann dieses Gutachten, dass dieser Anteil, nämlich was vom Bundesverkehrswegeplan von den Investitionen dort nach Hessen fließt, unter der Verantwortung dieses Verkehrsministers von 7% der Bundesmittel auf 12% der Bundesmittel gestiegen ist. Peinlicher, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, geht Ihre Kritik in der Infrastrukturpolitik wirklich nicht mehr. Aber reden wir doch über die Zukunftsperspektiven und die Weichenstellung dieser Koalition, Sanierung geht vor Neubau, war ausdrücklich richtig. Ausdrücklich richtig. Und wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, wo es hinführen kann, wenn man die Infrastruktur weiter auf Verschleiß fährt, wie das viele Politikerinnen und Politiker in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Deshalb ist es richtig, dass wir uns um den Erhalt des bestehenden Straßennetzes kümmern und nicht auf immer neue Neubauprojekte setzen, wenn wir uns nicht vorher darum gekümmert haben, dass die Straßen, die Infrastruktur, die Schienen, die es gibt, auch tatsächlich instand gehalten werden. Das ist ein zukunftsweisender Ansatz, und den realisieren wir. Auch den kritisiert dieses Gutachten, meine Damen und Herren. Und wenn die FDP jetzt die Schieneninfrastrukturprojekte anspricht, ja, Regionaltangente West,
Ausbau der S-Bahn nach Friedberg, der S6, Gateway Gardens, ICE-Verbindung über Darmstadt-Mannheim weiter, ICE-Verbindung durch das Kinzigtal, nordmainische S-Bahn. Nichts ist geschehen in Ihrer Verantwortung, und dieser Verkehrsminister hat all die Projekte wieder auf die Tagesordnung geholt. Und ja, das Ziel der GRÜNEN ist ein Schienenring im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben das im Wahlprogramm stehen, bei allen anderen lese ich es nicht. Und wir werden auch an diesem Projekt konsequent arbeiten, dass wir es verwirklichen, meine Damen und Herren. Ich frage die SPD, wenn Sie sich auf dieses Gutachten beziehen, ist das Ihre Perspektive für die Energie- und Klimaschutzpolitik in unserem Land, was in diesem Gutachten steht? In diesem Gutachten steht, dass der eingeschlagene Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien ein falscher Weg ist. Wenn Sie sich das zu eigen machen, dann thematisieren Sie das doch hier. Aber jeder, der etwas für den Wirtschaftsstandort Hessen tun will, der muss eine Antwort auf die zukünftige Energieversorgung haben. Und diese Antwort heißt weiter mit den erneuerbaren Energien, und sie darf auf keinen Fall bedeuten, zurück zu Atom und Beibehaltung der Kohle. Hier ist ein völlig falscher Ansatz in diesem Gutachten, und deshalb lohnt es, Gutachten nicht nur zu zitieren, wenn es passt, sondern über die Zukunftsfragen zu reden. Wir wollen eine Energieversorgung aus erneuerbaren Energien. Das ist die Zielsetzung. Kollege Wagner, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Und Herr Kollege Rentsch, wer gar kein Energiekonzept hat, Herr Kollege Rock, Entschuldigung, ja, bei Energie muss ich immer an die Wänden des Kollegen Rentsch denken. Herr Kollege Rock, wer gar kein energiepolitisches Konzept hat, der schadet mit Sicherheit dem Wirtschaftsstandort am meisten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Thank you.